Jan? Ja? Meinst du, wenn wir schon irgendwie Licht? Warte. Ah. Au! Ah, warte, hier. Ah! Hi! Moin! Ja, wir sind hier noch voll dabei im Aufbauen und voll in der Baustelle. Und wir wollen jetzt gleich das erste Mal mit unserer kleinen YouTube-Show starten. Das Problem ist, wir sind noch irgendwie völlig hinterher. Es ist alles mega improvisiert. Wir haben kein richtiges Licht, wir haben keinen richtigen Ton. Jan macht die ganze Zeit noch irgendwelchen Lärm. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal, ob das jetzt hier alles so klappt. Und dann sehen wir uns auch gleich. Herzlich willkommen, liebe Paintballerinnen und Paintballer. Mein Name tut nichts zur Sache und das hier ist Race World. Sie sind einfach überall. Ich weiß es nicht. Und da sind wir wieder. Ja, Alter, dein Wasser ist richtig laut. Aber mein Lüfter auch. Also wir müssen noch definitiv an dem Equipment arbeiten. Equipment. Equipment? Equipment, wie meine Mutter immer sagt. Die sagt immer Equipment. Equipment. Wie Zucchini. Grateng. Ja, wir werden auch eine neue Kategorie einführen oder eine Rubrik. Worte und deren fachgerechte Aussprache. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, wir wollen der ganzen Paintball-Geschichte, Paintball-Lobby ein bisschen mehr das menschliche Gesicht geben, weil gerade im MacFed-Bereich, wir laufen halt alle unter unseren Masken rum, sind da versteckt und sehen massiv martialisch aus und tragen irgendwelche Paintball-Markierer, die aussehen wie echte Gewehre, was alles cool ist und wofür ich auch echt viel Verständnis, viel Spaß dran hat, was mir alles sehr gut gefällt. Aber wir wollen gerade dieses Bedrohliche so ein bisschen wegnehmen, gerade was in der Außenwirkung ist. Wie heißt denn Battles? Kanal überhaupt? Das ist der Scenario Big Game Channel. Oder Kanal. Genau. Ja, ich gucke. Nee, brauchst du jetzt nicht. Doch, ich gucke nach, nicht, dass wir das jetzt falsch aussprechen. Das wäre voll peinlich. Also der lässt uns das hier machen und wir produzieren dann nur Blödsinn, das macht ja auch keinen Sinn. Der Kanal heißt einfach Scenario Big Game. Ah, okay. Ja. Also falls ihr euch fragt, wo ihr uns findet oder wo wir derzeit zu Hause sind, bei Bertels Scenario Big Game YouTube-Kanal. Genau, der hat uns nämlich Asyl gegeben und daraufhin haben wir uns dann jetzt in meinem Keller versteckt und machen dann dort für Bertel diese Show. Wir machen für Bertel diese Show? Das stimmt doch gar nicht, oder? Wir machen doch nicht für Bertel die Show. Ja, für seinen Kanal. Ja, aber dann machen wir nicht für Bertel die Show. Show machen wir für euch natürlich da draußen, ganz klar. Das ist eine Topfeule, die gemeine Topfeule. Die gemeine Topfeule, super selten, lebt in alten, stickigen, muffigen Kellern. So einem, den wir gerade unser Studio nennen. Ach, falls ihr euch fragt, warum wir das machen, ganz ehrlich, wir wissen es selber noch nicht genau. Wir hatten einfach Bock da drauf. Wir haben mit Bertel gesprochen, hat gesagt, klar, kommt auf meinen Szenario Big Game Video Channel, YouTube Channel, wie heißt die Scheiße? Der Kanal heißt einfach Szenario Big Game. Ah. Okay. Inhalte, es kommt immer auf den Content an. Wir haben keinen Content. Ich möchte dich anfassen. Das Schlimme ist, hier steht zu viel im Keller rum. Ja. Jan kommt immer auf irgendwelche Duft. Die ist gut, die macht Geräusche. Ja! Das ist eine sogenannte Bunkerente. Nee, das geht nicht. So! Digga, die Zeit, als wir noch jung und dynamisch waren, das ist vorbei. Ja, du jung und dynamisch. Alter, ich bin beweglich wie ein Stein. Genau, also was euch in Zukunft auf diesem Kanal erwartet, das sind solche Sachen wie Bastelanleitung, Eventberichte und Heute basteln wir. Genau, wir basteln sowas wie diese schönen Schilder. Da bin ich übrigens mit Sean von Team Boss unterwegs gewesen. Wir haben ein paar Ressourcen eingekauft und dann haben wir mal so ein Schild angefangen zu basteln. Davon zeige ich euch jetzt mal ein paar kleine Ausschnitte und dann sehen wir uns gleich wieder. Sean im Baumarkt und dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Gedöns für das Schild. Baumaterial, genau. Erstes brauchen wir natürlich die Platte. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Schauen wir mal, was wir da finden.
Zu dick. Zu 6 mm. Das sind die. Ja, Sean. So, wollen wir mal einkaufen? Was haben wir denn da Schönes jetzt alles? Das ist jetzt alles für ein Schild. Richtig. Erstmal die Halterung. Ah, oh, fachmännisch. Kleber. Ein paar Schräubchen, ein paar Unterlegscheiben. Ja, und das war's eigentlich. Viel Material ist das nicht. So. Jetzt wird hier gleich einmal rumgeschnitten. Wichtig ist bei der ganzen Scheiße, setzt euch, also ich setze mir eine Maske auf, aber Schutzbrille macht schon echt Sinn, weil hier fliegen dann doch schon mal so die ein oder anderen fiesen Kunststoffteilchen durch die Gegend. Und das tut im Auge irgendwie nicht so gut. Also, legen wir los. Also da seht ihr schon mal, es ist jetzt hier nicht zwingend das Qualitätswerkzeug. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen namhaften Hersteller von Werkzeug, der uns mit vernünftigem Material unterstützen möchte. Was willst du über meine Frikadellen herziehen? Ich zeig dir gleich mal meine Frikadellen. Ich zeig dir gleich mal eine Frikadelle. Ja, wir sind hier auf dem Scenario Big Game Kanal von Bertel. Haben hier so ein bisschen Asyl gefunden und werden euch zukünftig über viele neue Themen, viele Sachen, die die Paintball-Welt, die MacFat-Welt bewegt, berichten. Und ja, genau. Unter anderem haben wir ein kleines Preview für das neue Modern Combat Sport Box Mac. Events. Definitiv haben wir da die Heldex, SBG, effektiv, lange Rede, kurzer Sinn, alles das, was beim Bertel in Polen stattfindet. In einer Woche findet das SBG statt, das Scenario Big Game auf dem Gotcha Spielfeld Nord, und Ray wird dabei sein. Genau, ich mache dort ein bisschen Videomaterial für unsere kleine Show und werde da rumlaufen und euch mal ein bisschen ausfragen, was denn so euer catchy Paintball-Moment war, den ihr so habt und mit denen ihr vielleicht auch mit uns teilen wollt. Es wäre halt mega schön, halt mal so ein bisschen was von der Atmosphäre und so mit aufzufangen und mal ein bisschen darüber zu berichten. Hast du was dazu? Catchy? Alter, was war denn euer catchy Moment? Catchy. Oh, du bist so catchy heute wieder. Vielleicht kriege ich ein Interview von Bertel. Oh, ja, von Bertel himself. Ja, weil Ich glaube, der ist da. Der ist da. Ja. OBS. 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 Nicht OB, sondern OBS. Operation Black Sky in Malwinkel. Genau. Episode 10. Und wir sind nämlich beim Rückspiel. Team Blau hat ja einen glorreichen Sieg davon getragen. Es war natürlich wieder ganz knappes Höschen, oder wie das immer so schön heißt. Knappes Höschen. Haus hoch haben wir gewonnen. Haben wir die Roten weggeputzt. Aber sowas von. Es fährt ein Zug zum OBS mit mir als einzigen Passagier. Lass das scheiß Bier weg, du versaust es immer. Aber das Bier ist lecker. Nein, das hat hier nichts zu suchen. Ich schneide es dann genau so, dass dann das heißt, das ist die einzig schöne Frau auf dem OBS, aber ich sag nicht, welche es ist. Ist es Tamara? Das war schon gar nicht so kacke. Ja, nimm der auf. Bleib fest. Nimm der auf, wenn der nicht aufnimmt, Alter. Ich schwöre dir, ich schlag dich tot. So, das war's jetzt für heute. Wir sehen uns auf dem SBG. Ich hoffe, euch hat die Show gefallen. Wir schauen, dass wir das jetzt hier alles ein bisschen professioneller ausstatten, mit ein bisschen besserem Licht, bisschen besserem Ton und auch ein bisschen mehr Deko, ein bisschen mehr Requisite und allem drum und dran. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu Folge 1 von unserer kleinen Show Race World. Bis dann. Ciao. Hier, komm. Hat mal. Ja. Der Bände sitzt nämlich nicht. Ein bisschen mehr Wippen, mehr in die Knie. Alter, ich bin über 50. Genau. Alter,